Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Auf unserem Kanal findet ihr hauptsächlich Vlogs. Heute gibt es aber keinen Vlog. Wir haben ein ganz spezielles Video für euch. Um genau zu sein, nicht ich, sondern meine liebe Frau Merle wird euch heute mitnehmen auf eine Roomtour. Denn wir haben zwei ganz besondere Menschen hier kennengelernt. Die sitzen da hinten schon und warten auf ihren Einsatz. Sind ganz aufgeregt. Und wer die beiden sind und worum es heute geht, das erklärt Merle euch jetzt. Yay! Moin! Wir sind Max und Merle aus Bremen und fahren mit unserem blauen VW Crafter Captain Knut die Panamericana. Gestartet sind wir in Ushuaia auf Feuerland und unser großer Traum ist es, hoffentlich irgendwann Alaska zu erreichen. Seit 18 Monaten sind wir schon unterwegs, haben bereits 13 Länder bereist, dabei 21 Werkstätten aufsuchen müssen und bis hierher nun ungefähr 38.000 Kilometer hinter uns gebracht. Aktuell befinden wir uns in El Salvador am Santa Ana Vulkan, wo wir zwei ganz besondere Menschen mit einem ganz besonderen Fahrzeug kennengelernt haben. Wenn dir das Video gefällt, freuen wir uns riesig über ein Like, einen Kommentar und natürlich umso mehr, wenn du uns ein Abo dalässt. Und wenn du uns zusätzlich zum Beispiel mit einem Groschen in unsere Werkstattkasse oder einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du dafür verschiedene Möglichkeiten in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Roomtour. Anschnallen, Abfahrt! Wir befinden uns gerade am Santa Ana Vulkan, den man leider jetzt gar nicht sieht, weil es hier total bewölkt ist. Kommt aber noch im Vlog dann in ein paar Wochen für euch. Und sind schon in El Salvador. Wir sind ja immer so ein bisschen hinterher in der Zeit, weil wir es einfach nicht anders schaffen. Aber weil wir diese zwei ganz besonderen Menschen getroffen haben, wollten wir jetzt auch ein relativ aktuell ganz besonderes Video für euch aufnehmen. Wie Max schon gesagt hat, das sind Anita und Daniel. Und das Krasse ist, Anita und Daniel fahren Knut in Weiß quasi, aber er heißt Fred. Also, das ist Fred. Und wir haben festgestellt, ihr Innenausbau, den sie komplett selber innerhalb von, ich weiß gar nicht, müssen sie gleich selber einmal erzählen, wie viele Monaten ungefähr gemacht haben, sieht komplett anders aus als der von uns. Und weil wir das so spannend finden, wie unterschiedlich von innen so ein ausgebauter Van mit dem gleichen Auto eigentlich aussieht oder vom gleichen Auto, wollen wir euch das jetzt mal zeigen, beziehungsweise die beiden euch das zeigen. Und das muss ich jetzt noch loswerden. Wir sind so dankbar und freuen uns mega, die beiden hier getroffen zu haben. Die beiden fahren eigentlich von oben nach unten. Erzählen sie auch gleich selber nochmal. Aber sie haben uns erzählt, dass sie schon vor ihrer Reise angefangen haben, unsere Videos zu gucken. Und dass wir ein Grund waren, warum sie sich dann für die Panamericana entschieden haben. Mega schön, als wir das gehört haben. Ach, da ging uns das Herz auf. Und ja, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass die beiden jetzt gesagt haben, ja klar, machen wir mal eine Roomtour für euch. Ja, weil wir den Van auch wirklich cool finden. Und ich würde sagen, anschnallen. Perfekt. Hi, also ich bin Anita. Ich bin Daniel. Von Fred Goes Around the World. Und wir sind mit unserem Fred hier auf der Panamericana unterwegs. Von Kanada nach Panama. Der Ursprungsplan war tatsächlich, dass wir von Kanada bis Ushuaia runterfahren in einem Jahr, was wir aber ab Mexiko festgestellt haben, ein ziemlich ambitionierter Plan gewesen wäre. Deswegen haben wir fürs Erste erstmal verkürzt und fahren nur nach Panama. Wir sind insgesamt ein Jahr unterwegs und genau, mittlerweile jetzt schon in El Salvador und am 12. Mai geht Fred dann wieder nach Hause. So, und die Anita hat sich jetzt bereit erklärt, uns den Innenraum zu zeigen. Los geht's! Genau! Also, wir befinden uns hier jetzt gerade in der Küche. Wir haben hier verschiedene Schubladen mit Kindersicherung. Wie ihr seht, Daniels Schubladen gehen perfekt auf und wieder zu. Und eine Schublade habe ich selbst designt. Und das ist die, oh, genau, das ist meine Schublade. Okay, nee, das ist nichts. Wir haben bei uns in der Küche echte Fliesen aus Portugal verbaut, was ein bisschen dazu beiträgt, dass unser Auto ein bisschen schwerer unterwegs ist, aber nichts geht über Optik, ne? Wir haben einen Induktionsherd. Der läuft auf 230 Volt. Dani erklärt euch später noch die Technik und die Elektrik. Da bin ich raus.
Ich weiß nur, wir haben einen Kühlschrank, der eigentlich auch normal für die normale Steckdose ist, also für 230 Volt. Den haben wir aber umfunktionieren lassen auf 12 Volt. Damit wir morgens einen leckeren Cappuccino zaubern können, ohne geht nämlich gar nichts, haben wir hier eine Steckdose verbaut, die auf einmal verschwindet. Wir haben hier eine Emaille-Schüssel, die ein oder anderen kennen das noch, aus Omas Zeiten, einfach umfunktioniert und da ein Spülbecken draus gemacht. Fließendes Wasser haben wir auch noch. Natürlich braucht man in einem Van auch eine Dusche. Die ist ein bisschen klein, aber das ist auch ein bisschen ein Indikator dafür, ob man zugenommen hat oder nicht. Ups, da kam noch Wasser raus aus der Dusche. Und die beiden haben sogar einen Spiegel in der Dusche, voll krass. Wir haben hier bei uns im Van richtig viel Stauraum, weil wenn man ein Jahr unterwegs ist, da braucht man, wenn man an Kanada denkt, vielleicht etwas wärmere Klamotten als jetzt in El Salvador zum Beispiel. Aus diesem Grund haben wir hier einfach, hier sind unsere Lebensmittel drin und hier unser Badezimmer. Hier sind unsere Klamotten drin, jetzt mittlerweile für den Sommer. Unsere Winterklamotten sind im Keller. Zum Keller kommen wir später noch. Und wir haben noch einen richtig tollen Schiebeschrank, den Dani ganz spontan eingebaut hat, der echt Gold wert ist. Vom Badezimmer geht es dann in den Kleiderschrank oder ins Ankleidezimmer. Das findet ihr hier hinten auch. Und mit Schiebeschrank. Wir haben hier unser Bett. Unten drunter ist der besagte Keller. Da haben wir hier eine Tür eingebaut, die, Achtung, habe ich ausgesägt. Original, Anita. Akkurat. Und wie ihr seht, laufen hier unsere Wasserleitungen. Einmal Heißwasser für Rot, einmal Blau für Kaltwasser. Und zu. Die haben heißes Wasser im Van und eine Dusche. Luxus. Mega schön, mega schön. Genau, und wie ihr wisst, waren wir ja am Anfang in Kanada unterwegs. Wir sind im Anfang Herbst gestartet und da war es schon ein bisschen kälter und deswegen waren wir richtig glücklich über unsere Dieselstandheizung, die einmal durch diese Öffnung durchkommt, die Hitze oder die Heizung, und einmal in der Dusche durch diese. Ihr fragt euch sicherlich, hä, wie soll denn das gehen? Das Bett sieht doch viel zu klein aus, als dass da jetzt zwei erwachsene Personen drin schlafen können. Dazu sage ich einfach nur, Ausziehfunktion! Genau, wir haben hier einen Lattenrost auseinandergesägt und eben aus einer alten Matratze so ein Matratzenersatzstück, hallo Biene, gebastelt. Und das kommt dann quasi immer hier so rein. Und dann haben wir ein längeres Bett. Nice. Die meiste Zeit essen wir zu Hause? In unserem Zuhause natürlich draußen bei so schönem Wetter, wie es heute gerade ist. Aber wenn es jetzt mal richtig in Strömen regnen sollte, was toi 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 noch nie vorkam auf unserer Reise, aber man weiß ja nie, ich meine, Schnee gab es schon, haben wir hier eine Lounge Area, wo wir quasi einen Tisch verbauen können und tada, einmal haben zwei Personen Platz. Jetzt warte ich nur noch auf meinen Cappuccino. Um Platz zu sparen, haben wir hier die Magnetlösung der Firma Sylvie. Achtung, keine bezahlte Werbung, alles selbst gekauft. Und man muss sagen, das hält unglaublich fest. Also wer schon mal in Mexiko oder bis El Salvador unterwegs war, weiß, von was ich rede. Es gibt hier Toppes und Schlaglöcher. Ihr macht euch kein Bild. Wirklich. Und noch nie ist eins dieser Gläser runtergefallen.
Also, ich muss sagen, bis jetzt echt ein mega, mega schöner Van, oder? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Und was mir persönlich natürlich als Frau direkt ins Auge gestochen ist, als ich hier zum ersten Mal rein durfte, war diese ausgefeilte und echt wunderschöne, detailvolle Deko. Und ich habe schon so ein bisschen das ein oder andere gelernt, was bedeutet. Und ja, dass da auch ganz, ganz, ganz viel Emotionalität hinter den einzelnen Details steckt. Aber das darf die Anita natürlich jetzt auch nochmal erklären, wenn sie mag. Magst du? Klärchen. So, also dazu muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Als wir mit der Idee angefangen haben, ein bisschen zu spielen, wir bauen einen Van aus, hatte Dani die glorreiche Idee, dass wir den so total modern ausstatten. So mit Smart Home und alles in Grau-Schwarztönen. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, du kannst doch in keinem schwarz-grauen Van leben. Das hasse ich wie die Pest. Entschuldigung, wenn ich das sag, aber dieser moderne Einrichtungsstil, da bekomme ich Bauchweh. Und aus diesem Grund habe ich ihm zum Geburtstag die komplette Deko geschenkt. Dieser Spiegel hier. Dann verschiedene Bilderrahmen noch aus Omas Zeiten. Die habe ich bei meiner Oma tatsächlich auf dem Speicher gefunden. Die habe ich mit Bildern ausgestattet, die mir gefallen haben und an die Wand einfach geklebt. Ich kann euch sagen, wie Dani geguckt hat, als er das gesehen hat, der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber hält. Genau, die Vorhänge, die ihr hier seht, die sind auch von meiner Oma. Die habe ich auseinandergeschnitten, also die waren tatsächlich bei ihr im Wohnzimmer und gekürzt. Und die hängen jetzt hier. Die Muschelkette hier habe ich tatsächlich jetzt auf unserer Reise erst angefangen zu machen. Und zwar, das war die allererste Muschel. Da steht sogar noch Lorenz Strom Oktober 2023 drin. Das habe ich quasi an unserem ersten Tag unserer Reise, da waren wir dann am Lorenz Strom, die Muschel gefunden und gedacht, für irgendwas kannst du die brauchen. Und genau, die ganzen Muscheln, die ihr hier seht, sind von der Baja California. Zum Vergleich, guckt mal, wie riesig die Muschel hier ist. Ja, Dani regt sich zwar immer ein bisschen auf, wenn er fährt und die ganze Zeit das Geklimper von diesen Muscheln hört, aber ich find's toll. Und wenn ihr euch wundert, warum jetzt hier am Fenster die ganze Zeit der Rollladen zu ist, bei dem schönen Wetter kann ich euch ganz kurz zeigen. Wir haben nämlich aus Sicherheitsgründen einfach unsere Sandfläche vor die Fenster gepackt, damit niemand einbrechen kann. Und weil jetzt eben die Sicht so versperrt ist, kann man auch einfach den Rollladen einfach zulassen. Top. Genau, und hinter diesen Birkenstämmen, die ihr hier so an der Wand seht, laufen alle unsere Kabel. Weil Kabel hässlich sind, haben wir sie gedacht, wir verkleiden sie. Mit was verkleidet man am besten? Mit irgendwas, was groß genug ist, wo alle Leitungen reinpassen. Mein Lieblingsholz ist die Birke. Deswegen haben wir uns für die Birke entschieden. Da haben wir den Stamm auseinandergesägt, kann man übrigens auch schon so kaufen. Und mit einem Fräser eine Phase reingefräst, so dass die ganzen Kabel reinpassen. Und schwupps, sind die Kabel versteckt. Unser wichtigstes Gadget, neben Kaffeemaschine und Milchaufschäumer natürlich, ohne geht gar nichts, ist unser Ventilator. Der hat uns schon so manche Nacht gerettet. Denn hier in El Salvador gibt es nachts manchmal Temperaturen bis zu 32 Grad und es kühlt einfach nicht ab. Ich weiß, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, aber jeder, der schon mal versucht hat, bei 32 Grad in der Nacht zu schlafen, der weiß, von was ich rede. Unser Ventilator leistet hier super Dienste und kühlt uns wenigstens ein klein bisschen ab. Ganz nach schwäbischer Art, nämlich nichts verkommen lassen, haben wir natürlich auch die Reste unserer Birkenstämme verbraucht, indem wir zum Beispiel hier eine kleine Garderobe gebaut haben. Wir haben einfach einen Birkenstamm genommen
ein paar Haken reingedreht und schon kann man die Jacken aufhängen. Zugegebenermaßen, wenn da Winterjacken hängen, wird es hier ganz schön eng, aber ist halt so. Und als wir die Dusche gebaut haben, war dann hier so eine richtig hässliche Fläche mit USB-Platten. Ihr kennt sicherlich das Muster. Das sieht nicht so sonderlich schön aus. Aus diesem Grund habe ich eine alte Tapete, die ist noch von meinem Uropa, genommen und einfach hier drüber geklebt. Tada! Weil Platz im Van generell immer Mangelware ist, wird alles genutzt, was man irgendwie als Stauraum verwenden kann. So auch mit unserer Kühlschrankverkleidung. Da sind meine Schuhe drin. Meine liebe Freundin Hannah Ludi, Grüße gehen raus. Mit ihr habe ich zusammen studiert. Sie hat uns auf Korkstoff diese schöne Weltkarte hier gezeichnet. Merle und Max verlinken übrigens ihren Shop, sie hat mittlerweile eine eigene Firma, in der Videobeschreibung. So, und jetzt hoffe ich, dass kein Grenzbeamter zuguckt, denn das heilige Fach, das Merle und Max natürlich auch haben, in diesem Fach hat schon so manche Frucht die Grenze überquert, obwohl es nicht erlaubt ist. Immer dieser scheiß Vorführeffekt. Und nein, wir waren noch nicht in Tibet mit Fred. Bis jetzt waren wir mit ihm in Portugal und bis hoch nach Norwegen und natürlich jetzt hier auf der Panamericana unterwegs. Ich fand aber die Idee von diesen Gebetsfahnen so schön, dass ich mir einfach welche bestellt habe und die hängen jetzt bei uns in Fred und haben uns bis jetzt echt Glück gebracht. So, Anita ist fertig mit der Roomtour von innen. Ich finde, sie hat das fantastisch gemacht. Und vielen, vielen Dank, dass wir in euer Zuhause gucken durften. Ist ja auch sehr immer gerne. Eine mega private Sache. Aber die offene Frage, die jetzt noch bleibt, habt ihr auch ein Klo? Wir haben auch ein Klo. Aber war jetzt nicht so sehenswert, das Klo, ne? Naja, es trocknet noch. Wir haben nämlich gestern, Merle und ich, Merle hat ihren Tisch gestrichen. Seht ihr auch noch im Video. Nicht in diesem, aber in dem anderen. Und ich habe unser Klo gestrichen. Und weil es trocknet, ist jetzt raus. Ist aber tatsächlich die gleiche Toilette, die wir auch haben von Kilt Wake. Mega das gute Teil, so eine Trenntoilette. Also genau die gleiche. Das heißt, wenn ihr die nochmal angucken wollt, könnt ihr auch bei uns nochmal in die Roomtour gehen. Die verlinken wir euch hier oben nochmal. Aber jetzt nicht weg, erst dann, nachdem ihr das ganze Video geguckt habt. Denn Daniel kommt jetzt noch mit dem quasi Rest vom Schützenfest von ihrem Fred. Nämlich mit den ganzen Details bezüglich Elektronik und was das überhaupt für ein Motor ist. Ach ja, stimmt. Elektronik, sorry, ich verwechsel das immer. Gut, dass du es gesagt hast, jedes Mal. Genau, und deswegen dranbleiben. Und Daniel ist jetzt dran. Die beiden philosophieren hier noch so ein bisschen rum. Daniel, los geht's! Let's go! So, jetzt habe ich mir den Daniel da von Max weggeschnappt. Und Anita hat ja vorhin schon gesagt, dass du doch was zur Elektrik erklärst. Wie sieht das denn bei euch aus? Wie bekommt ihr euren Strom? Also wir haben eine 200 Ampere Lithium-Batterie verbaut und dazu noch zwei Solarpaneele, a 175 Watt. Und dazu, wenn wir mit Elektrokochfeld kochen, brauchen wir eigentlich einen dementsprechenden großen Wechselrichter. Der hat
3500 Watt. Dann haben wir ja noch den Kühlschrank auf 12 Volt umgebaut, dass unser Wechselrichter nicht die ganze Zeit im Einsatz ist. Dadurch sparen wir natürlich ein bisschen mehr Strom und lässt uns mehr autarker sein, weil wir haben keinen Landstromanschluss. Wir sind komplett autark. Und wenn ihr autark seid, wie lange würdet ihr jetzt mit einer vollen Batterie und ein bisschen Sonne tagsüber klarkommen? Mindestens eine Woche. Also das ist ein VW Crafter, 2,5 Liter, 5 Zylinder mit Original 131 oder 136 PS, weiß nicht mehr ganz genau. Er wurde ein bisschen optimiert. Also er hat ungefähr, ich schätze mal, 150 PS. Ja. Stabil. Ja, wir haben das Ganze eigentlich mit Steuergerätoptimierung gemacht. Also ich habe das Steuergerät dem Optimierer gegeben, der hat das umprogrammiert. Weitere Optimierungen haben wir am Fahrzeug vorgenommen und das ist eine Seilwinde. Die schafft 6,1 Tonnen. Pi mal Auge ungefähr, schätze ich mal. Ja. Und dadurch, dass wir schon das eine oder andere Mal stecken geblieben sind, hat die uns schon treue Dienste geleistet. Wir haben AT-Bereifung, momentan BF Goodrich. Sie sind an sich sehr gut, aber neigen zur Sägezahnbildung. Das heißt, sie werden mit der Zeit immer lauter. Ja. Also ich würde sie nicht mehr nehmen. Wir haben so Sandblecher verbaut. Mit Alu-Item-Profile haben wir das hier und Airline-Schienen haben wir die Sandbleche hier fixiert. Mit Schlössern natürlich, dass man die nicht klauen kann. Dann haben wir noch eine Leiter. Alles aus Item-Profil. Dachgepäckträger natürlich mit einer Terrasse. Dann haben wir noch Seitenleuchten. Vorne noch ein, habe ich noch vergessen, Lichtbalken. Dann haben wir noch Starlink auf dem Dach verbaut. Natürlich ganz wichtig für das Internet. Die Anita meinte, das mit den Sandblechen hatte auch noch einen anderen Grund, warum ihr die genau da hingehängt. Aus Sicherheitsgründen, weil wir haben hinter den Sicherheitsblechen haben wir ein Fenster, dass die Einbruchsicherheit mehr gewährleistet wird. Ja. Weitere Gadgets haben wir natürlich noch hinten. Dazu gehört unser Ersatzradträger. Für ein zweites Ersatzrad, das andere ist original unterm Fahrzeug. Dann haben wir noch unseren Grill, der integriert ist am Ersatzrad. Dann habe ich noch Ersatzkanister, falls der Sprit mal ausgeht. Ist das schon mal passiert? Ja, in Kanada tatsächlich waren wir sehr froh, die zu haben. Ja, natürlich auch abgeschlossen mit Schloss. Markise natürlich, ganz wichtig. Für die sonnigen Tage. Ja, jetzt sind wir auf dem Dach, ne? So schnell geht's. Das ist also eure Dachterrasse. Ja. Das ist mega cool. Was findet man denn noch so alles bei euch auf dem Dach? Ja, also wir haben natürlich das wichtige Starlink. Das habe ich ein bisschen modifiziert, dass man das quasi im Dach integriert und nicht mehr abbaubar ist. Während der Fahrt haben wir natürlich auch Internet und haben das originale Gestell von Starlink nicht mehr. Und es ist fix fest. Also kann auch Nachteile haben, wenn man natürlich unter dem Baum steht oder so. Muss man natürlich den Platz genau auswählen. Dann haben wir hier noch einen Rucksack, den haben wir in Kanada noch gekauft. Da ist noch ein Koffer drin und Stand-Up-Paddle und Kanu. Ja, und dann haben wir unser Dachfenster hier noch mit Gebläse, wo man nachher auch, wenn man jetzt zum Beispiel hier sich ein bisschen mehr ausbreiten will, den Rucksack wegmachen kann, auf die Solarpaneele schieben. Haben wir hier drunter noch quasi, dass ich das Dachfenster zumachen kann und dann ist das eigentlich eine schöne Fläche. Wow. Und man kann hier auch frühstücken. Mega cool, finde ich richtig cool. Wie habt ihr das denn alles auf dem Dach befestigt? Also mit was für Trägern und so habt ihr gearbeitet? Also wir haben alle mit so
Item-Profile nennt sich das. Habe ich den ganzen Dachgepäckträger gebaut. Und der Dachgepäckträger, daran wird alles befestigt. Da haben wir die Solarpaneele befestigt, da habe ich das Starlink befestigt, da habe ich die Holzleisten befestigt. Ja, und die Markise natürlich und die Außenbeleuchtung und der Lichtbalken, alles am Dachgepäckträger befestigt. Für Einbrüche oder sonstige Sachen können wir das Dachfenster verschließen, indem wir nachher quasi die Holz umklappen, ein Schloss vor und dann ist das alles safe. Also, ich muss sagen, wenn wir irgendwann nochmal einen Van vielleicht auch selber ausbauen, so eine Dachterrasse, das finde ich schon richtig nice. Man hat auch einfach eine mega, mega coole Aussicht von hier oben. Kann alles um einen herum beobachten. Das ganze wilde Treiben hier am Wochenende um uns herum. Ja, finde ich richtig cool. Habt ihr echt gut gemacht. Vor allem dieses Gadget mit dem Fenster, dass es quasi für noch mehr Sicherheitsgefühl sorgt, weil man eben das Ganze noch abschließen kann. Finde ich richtig, richtig gut. Und die Starlink-Lösung? Wir sind ja auch gerade am Überlegen, vielleicht das mit dem Aufkleben flach. Vielleicht gucken wir uns das bei euch ab, wenn es okay ist. Ja, sicher doch. Ah, herrlich. Cool. Ach, da ist das drin. Ja. Clever. Und hier ist die Dachluke ganz von innen. Ja, genau. Die kann man jetzt verschließen. Dann hast du mehr Fläche zum Hinliegen oder sonstiges. Ja. Mega cool, oder? Kannst du das da rauf? Ja, schön. War's gewesen. Ist ja ein bisschen frisch, deswegen gehen wir wieder runter. Der Wind ist zu doll. So, jetzt sind wir wieder unten und ich habe mir die Anita auch nochmal wieder dazugeholt, weil das Wichtigste habe ich vergessen zu erzählen. Die beiden haben auch ein mega, mega, mega schönes Logo. Und was ich richtig cool finde, die Anita hat es komplett selbst entworfen. Und vielleicht mag sie auch mal ein bisschen was dazu noch erzählen und das zeigen. Genau. Wie ihr auf dem Logo sehen könnt, ist hier natürlich unser Fred. Der, wie es halt so ist, wenn man auf Reisen ist, durch eine Berglandschaft fährt mit Tannen. Und wenn man das jetzt richtig zeichnerisch ausarbeiten würde, wäre da wahrscheinlich kein Logo entstanden, sondern eher ein Gemälde. Und drum habe ich das aufs Nötigste runtergebrochen. Und das Ergebnis seht ihr hier. Ich finde es mega schön. Man muss dazu sagen, Anita hat unter anderem auch Kunst studiert und malt auch als Hobby. Sie hat mir schon ihr richtig cooles Tagebuch mit den Bildern, die sie immer von jedem Spot, als wir oben auf dem Santa Ana Vulkan waren, hat sie sich auch hingesetzt und dort was gemalt. Allein deswegen lohnt es sich schon bei Instagram mal reinzuschauen bei den beiden. Das Logo, wie gesagt, und darunter auch der Instagram-Channel, nochmal als kleine Erinnerung. Und wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es was, was ihr jetzt sagen würdet, nach der Zeit, wo ihr unterwegs seid, würdet ihr etwas beim nächsten Ausbau vielleicht doch nochmal wieder anders machen? Oder ist es perfekt, wie es ist? Ich glaube, wir würden was ändern. Und zwar haben wir ja die Dusche nachträglich eingebaut. Da war das Fenster schon drin. Und beim nächsten Ausbau würden wir wahrscheinlich unsere Dusche hier ins Eck packen. Genau, das zu das. Und was mir noch dazu einfällt, nehmt keinen Parkettboden. Stimmt, ganz wichtig. Wieso, weshalb, warum? Nun ja, in Kanada hatten wir so ein paar Wasserzwischenfälle. Also unsere Standheizung hat so geheizt, dass das Wasser einfach verdampft ist. Und immer wenn wir den Wasserhahn auf heiß gestellt haben, kam nur Wasserdampfer heraus und unsere Leitungen sind zusammengeschmolzen. Aus diesem Grund lief dann das Wasser im ganzen Van herum. Und im Kofferraum, in unserem Keller, hat sich schon der Boden gewellt. Das klingt auf jeden Fall danach, dass man das beachten sollte. Also vielen Dank für den Tipp oder die Tipps sind ja eigentlich zwei. Also Dusche vielleicht anders platzieren und der Boden anders. Habt ihr eine Idee, was für ein Holz würdet ihr nehmen oder was für einen Boden würdet ihr dieses oder beim nächsten Mal nehmen? Vinyl. Vinyl. Vinyl, okay. Also Tipp an dieser Stelle Vinyl. Und gibt es denn auch was, wo ihr sagt, boah ey, das ist mein absolutes Highlight und ich bin so froh, dass das in diesem Van verbaut ist? Bei mir sind es natürlich die Birkenstämme. Das
gibt eigentlich vieles, also das Starlink gefällt mir natürlich besonders gut, ja. Ohne Internet heutzutage ist natürlich ein bisschen schlecht. Und die Seilwinde, da hatten wir ja mal ein Problem in Kanada, wir wurden eingeschneit und kamen den Berg nicht mehr hoch. Und dann war die Seilwinde unser Lebensretter eigentlich. Lebensretter, ja. Dann haben wir die genommen, einmal um den Baum und uns hochgezogen. Ja, jetzt haben wir es eigentlich schon geschafft. Schatzi, willst du auch noch mal kurz dazukommen für den Abschluss? Ja, mega cool. Was für eine schöne Roomtour, was für ein schönes Auto habt ihr da gebaut. Vielen lieben Dank, dass ihr uns einmal mitgenommen habt und natürlich euch mitgenommen habt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr eigentlich von deren Zuhause auf 4 Rädern? Was findet ihr besonders toll und ja, vielleicht folgt ihr den beiden ja auch. Habt ihr schon erzählt, ne? Auf Instagram. Auf Instagram. Also, vielen lieben Dank und hoffentlich... Ja, gerne. Bis bald. Dankeschön. Ach so, und wir haben natürlich noch ein paar Videoempfehlungen. Die blenden wir euch hier ein. Jetzt müssen wir 20 Sekunden in die Kamera grinsen. Soll ich auch nochmal grinsen? Ja, denn dann werden die da unten angezeigt oder an der Seite. Ich muss mal gucken, wie das dann vom Bild her am besten aufgebaut wird. Aber das ist, glaube ich, cool. Unsere Roomtour können wir verlinken. Ja, habe ich auch schon gesagt zwischendurch, cool, dass wir das machen. Aber wir verlinken sie jetzt hier am Ende auch nochmal. Okay, und jetzt wie die Pinguine von Madagaskar lächeln und winken.